Sie aber. Sagen Sie mal, Herr von Wagner, wir haben gesagt, wir machen einen ganz normalen Fußballabend. Das machen wir auch, aber wir wollen uns vorher mit dem Gastgeber dann und seinen Problemen auseinandersetzen. Verstehen Sie, so eine Art kritisches Grillen. Also der Zustand der Wüsten ist auf jeden Fall schon mal ziemlich kritisch. Ja, verstehen Sie, kritisch, wir sind FIFA. Ah, das Ferieninstitut fauler Agitatoren. Was? Nein, wir sind für investigative Fußballaufklärung. Verstehen Sie? Fußball schauen, aber durchschauen. Ein typischer Wagner-Spagat. Oh. Und wozu ist die Limbo-Stange? Die symbolisiert natürlich die Verrenkungen, die Brasilien machen musste, um diese WM überhaupt ausrichten zu dürfen. Und was macht der Tulpenzwicker da? Der steht für die Schönheit des Fußballs. Irgendjemand muss ja verlieren. Ja, mal ein Einwand, ja? Bitte? Wir haben in Holland Gerd Wilders wenigstens schon mal eine Niederlage beigebracht. Ihr habt in Deutschland der AfD das Siegen gelehrt, ihr Vollpfosten. Guter, wer ist denn, wo dein Auto steht? Und Entschuldigung, aber wozu ist die da? Für die Stadionatmosphäre oder was? Moment mal, Uthoff. Weltmeister 2003, Europameister 2005, Weltmeister 2007, Europameister 2009 und 2013. Das sind ja alles ungerade Zahlen. Da gab es ja gar keine Meisterschaften. Genau. Und ich rede von der Frauenfußballnationalmannschaft. Weißt du, vielleicht gewinnt man einfach leichter ohne hängende Spitze. Uthoff, da ziehen Sie auf jeden Fall den Kürzeren. Komm, lass mal Vorberichterstattung gucken. Ja, was? Nein, wir Holländer wenigstens noch bis zum Schluss dabei. Jetzt lass mal nein, wir gucken jetzt nicht Vorberichterstattung, weil wir waren noch gar nicht kritisch. Ach, Fußball und kritisches Bewusstsein, das geht eh nicht zusammen. Selbstverständlich geht das zusammen. Sehen Sie, das Grundprinzip des Fußballs ist die Freiheit. Wer sagt das? Uli Hoeneß? Oh, César. César Luis Binotti, Trainer von Argentinien 74 bis 83. Ja, genau. So, der war nämlich nicht nur Fußballtrainer, sondern auch ein kritischer Geist. Aha. Warum? Weil er Kette geraucht hat, oder? Nein, der hat 78 nach dem Gewinn der WM einfach dem Diktator den Handschlag verweigert. Weil er eine Kippe in der Hand hatte? Nein, aus politischem Bewusstsein heraus. Argentinien 78. Sagen Sie mal, 2014 keinen kritischen Fußballgeist gefunden, oder? Doch, natürlich. Es gibt haufenweise kritische Fußballer. Da gibt's Den Völler. Den Völler! Ja, den der hat schon fast mal den Wald geschlungen. Hey, Conchita, schmeiß mal eine Wurst drüber. Oh. Herr Uthoff. Ja. Herr Uthoff, Wurstwitze haben so einen Bart. Hier, Ihr kritisches Würstchen. Ja, das sehe ich, aber wo ist das Fleisch? Das ist vegan. Ah, Sie sind quasi Putenversteher. Okay, jetzt. Also jetzt kommen Sie, auf geht's. Also, los geht's jetzt. Ja, 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 genau. Wir beginnen mit einer Dokumentation über die Näherinnen bei Adidas. Och, nee. Sind die überhaupt qualifiziert? Wir wollen Fußball schauen. Wir wollen Fußball gucken. Ja, wir können doch nicht Fußball gucken, wenn ihr gar nicht wisst, wie hoch der Preis dafür ist. Das kommt doch im Free-TV. Wir müssen noch wetten. Ja, sehr gern. Ich wette, wenn Sie sich nur eine halbe Stunde mit den Hintergründen dieser WM auseinandersetzen, haben Sie keine Lust mehr auf diese Veranstaltung. Na, die Wette gehe ich ein. Wenn ich keine Lust mehr auf Fußball habe, dann trage ich hier einen albernen Limbo-Hut. Ja. Und wenn ich verliere, dann ziehe ich mein Trikot aus. Und ich helfe Ihnen dabei. Was? Nein, ich meine, wenn ich verliere, dann laufe ich mit Ihrem Trikot durch Amsterdam. Ach so. Ja. Gut. Ja. Wunderbar. Dann beginnen wir jetzt mit dem stärksten Argument, das es gibt gegen diese WM, nämlich die FIFA. Wer? Die FIFA! Ich liebe den Geruch von Napalm am Dienstagabend.
Ich hab doch gesagt, der Zustand der Würstchen ist kritisch. Ja. Ich grüße Sie. Tag. Ich bin Ihr FIFA-Partner. Ach. Hier ist meine Karte. Ja, letzte Nacht war toll, ruf mich an, Yvonne. Treter, Fußball-Exekutierer. Treter, Football-Executive. Das hier ist mein Partner, das WM-Maskottchen. Hallo. Es stellt ein Gürteltier dar. Gelb, blau und vom Aussterben bedroht. Ah, wie die FDP. Sag mal, wie heißt es denn? Ja. Fuleco. Eine Mischung aus Football und Ecologica. Oh. Steht für die Wertschätzung, die wir dem Gastgeberland entgegenbringen. Moment mal, Fuleco ist brasilianisch und heißt Arsch. Eben. Ah, okay. Und was machen Sie hier? Wie sieht's denn aus? Naja, Rauchschwaden, ein Holländer und zwei übereifrige Linke, die versuchen, eine Dorfschönheit zu beeindrucken. Es geht's um die Legalisierung von Cannabis? Nein! Hören Sie, wir machen kritisches Grillen. Also eine politische Veranstaltung. Jawohl, wir wollen die Kraft des Fußballs nutzen für gesellschaftliche Veränderungen. Verstehen Sie, in der Tradition von Menotti und... Völler. Völler, genau. FIFA, la Revolution. Jawohl. Das ist ja ein Transparent, das muss weg. Warum? FIFA und Transparent, das geht nicht zusammen. Und was heißt das hier überhaupt? Oh, das ist der Slogan der WM-Gegner in Brasilien. Das heißt, es wird keine WM geben. Dann wird die Leinwand eben weiß bleiben. Al Capone hat gesagt, ich meine, Josef Blatter hat gesagt, wir müssen unser Spiel schützen vor dem Einfluss der Politik. Dann darf die Merkel nicht mehr auf die Tribüne. Nein, Sie dürfen hier nicht mehr protestieren. Was? Sie müssen sich entscheiden. Entweder Fußball oder dieses ökumenische Barbecue hier. Ja. Okay, das ist keine Frage. Dann gibt es immer ein paar Wochen keinen Fußball, oder? Keine Frage, Männer. Oh, nee. Sag mal, wir wollen Fußball gucken. Ist jetzt doch schauen ernst. Sie mal, was ich hier habe. Man kann auch ohne Fußball Spaß haben. Aber wir können doch in der Halbzeit kritisch sein. Hören Sie doch. Stopp! Wo ist Ihre Solidarität mit den Menschen in Brasilien? Brasilien profitiert davon, da wird investiert, da werden ganz moderne Straßen gebaut. Die Leute kommen jetzt rasend schnell in die Slums. Okay. Sehen Sie, die haben 3 Milliarden alleine Stadienbauten versenkt. Ach kommen Sie, das zahlen auch alles private Investoren. Und das hat man dem Volk vorher auch erzählt. Und jetzt hat alles hier der Staat bezahlt. Und die privaten Investoren? 0 Cent. Eben. Und die brauchen keine Stadien, die brauchen Krankenhäuser, die brauchen Schulen. Ach, der dicke Ronaldo hat gesagt, in Krankenhäusern kann man keinen Fußball spielen. Und er ist Experte. Hören Sie mal zu, die bauen Stadien, riesige Stadien zum Teil für Drittligavereine. Ich baue doch auch keine Allianz Arena für Wacker Burghausen. Warum denn nicht? Das ist doch mal eine Anspannung, um aus dem Elend rauszukommen. Toll, nutzlose Stadien für die VIPs und das Volk hockt in der Scheiße. Herr von Wagner, Sie werden wieder gewöhnlich. Okay. Die Hälfte der brasilianischen Haushalte ist nicht an die Kanalisation angeschlossen. Ach du Scheiße. Ja, sag ich doch. 170.000 Menschen wurden zwangsumgesiedelt, mussten für immer ihre Heimat verlassen, damit wir 4 Wochen Fußball schauen können. Und was macht die FIFA? Gewinn. 4 Milliarden Euro Einnahmen. Wollen Sie nun Fußball gucken oder nicht? Nein! Oh, wie grausam. Wir werden Weltmeister und ich kann's nicht sehen. Aber die Stadien stehen doch eh schon, sonst wären ja die Bauarbeiter umsonst gestorben. Herr von Wagner, ich habe nun wirklich immer ein Ohr für die sozial Schwachen. Da wird man doch alle 4 Jahre mal für ein paar Wochen nichts. Wissen Sie was? Dafür haben wir diese Anstalt nicht besetzt. Sehen Sie, solche Emotionen kriegen Sie nur beim Fußball. Sie werden es nicht bereuen. Nach dem ersten Schuss sind alle Probleme vergessen. Naja, vielleicht hat Herr von Wagner mal wieder recht. Fußball und Politik.
Das kann schon zusammenpassen. Es kommt nur darauf an, auf wen man eintritt. Schauen Sie hier zum Beispiel, der türkische Vizestabschef Yerkel bei einem astreinen Dropkick gegen einen Demonstranten. Sein Teamchef Erdogan hat ihn sofort aus der Startelf genommen, weil der Yerkel die wichtigste Regel für den Beitritt zur EU nicht verstanden hat. Man tritt nicht selbst, man lässt treten. Europa. Europa. Europa hat gewählt und das Ergebnis ist jetzt nicht allzu überraschend. Wenn man jahrelang große Einkommensunterschiede ignoriert, wenn man jahrelang an einer grausamen Austeritätspolitik festhält, darf man sich nicht wundern, wenn die sozial Schwachen und inzwischen sogar schon der Mittelstand im Norden in die Hände fällt von handverlesenem Gesindel wie der Orbans und Le Pens. Und die Engländer wollen vielleicht auch nicht mehr mitspielen. Gut, wer will schon Engländer? Natürlich haben die einen tollen Sinn für Humor, brauchen sie auch bei dem Aussehen. Die Wahl. Die Wahl zwischen Martin Schulz und Jean-Claude Schulz hat das Volk elektrisiert wie das Ablecken einer alten 1,5-Volt-Batterie. Martin Schulz hat den Wählern noch kurz vorher zugerufen, sie sollen zur Wahl gehen, um den Rechtspopulisten keine Stimme zu geben, und lässt sich zeitgleich sein Postschaltergesicht auf Plakate drucken, garniert mit dem Spruch aus Deutschland für Europa. Spätestens da versteht man, warum Stimme abgeben immer ein bisschen nach Sprachlosigkeit klingt. Der provinzielle Charakter dieses Wahlkampfs lässt sich dann auch an folgendem Bild besonders hübsch ablesen. Aber wenigstens haben alle Wahlberechtigten die goldene Regel jeder Wahl befolgt. One man, one vote. Alle. Bis auf Giovanni Di Lorenzo. Der Chefredakteur der Wochenpostille Die Zeit hat vor Millionen Fernsehzuschauern zugegeben, dass er zweimal gewählt hat. Einmal im italienischen Konsulat und einmal in einer Hamburger Grundschule. Wo wir doch spätestens seit Monty Pythons Das Leben des Brian wissen, jeder nur ein Kreuz. So viel zum Fachkräftemangel. Die Staatsanwaltschaft ermittelt schon wegen Wahlbetrug. In der Ukraine wurde auch gewählt. Oligarchenwechsel. Jetzt ist einer dran mit Schokoguss. Geschmacksrichtung eher so zartbitter. Der neue Oligarch hat schon gesagt, er wird demnächst die Krisenregion im Osten besuchen und hat vorsichtshalber gestern schon mal das Militär vorgeschickt. Der Versöhnungsprozess läuft. Erstes Zwischenergebnis, über 50 Tote. Aber der Weg muss freigemacht werden für westliche Investoren. Der Sohn des amerikanischen Vizepräsidenten, Hunter Biden, ist auch schon eingerückt. Und zwar in den Vorstand des ukrainischen Gas- und Energiekonzerns Burisma. Und wenn Sie jetzt sagen, das kann man doch nicht machen, das Tafelsilber verschenken, noch bevor die Leiche kalt ist, dann ruft man ihn zu, yes, we can. Ich bin schon gespannt, ob Frank-Walter Steinmeier dazu vielleicht auch ein bisschen Wut... Also hören Sie mal, Sie Suppenhuhn, ich bin mitten in meinem Solo. Herr Uthoff, Sie haben es möglicherweise vergessen, das ZDF ist FIFA-Partner. Sie sind verpflichtet, dem WM-Maskottchen jederzeit Programmfläche einzuräumen. Wissen Sie, ich habe gehört, Gürteltiere sind vom Aussterben bedroht. Dass der sich so aufregt, weil von uns einem wird ja quasi beruflich verrankt, dass wir uns aufregen, aber privat rege ich mich überhaupt nicht mehr auf. Gelassenheit ist das neue Stichwort. Wenn man eines von unserer Kanzlerin lernen kann, dann ist es Gelassenheit, weil das Kartoffelsuppenrezept, das rückt sie ja nicht raus. Aber es ist ja auch alles super. Krisen, ach geh weiter. Es gibt einfach Sachen, an denen man sich festhalten kann. Dinge, die einfach immer gleich bleiben. Schauen Sie, Lothar Matthäus hat jetzt gerade wieder ein Kind von irgendeinem Russenfliegerl bekommen. Ja, sowas gibt einem doch Halt. Vielleicht adoptiert es irgendwann der Schröder aus Solidarität mit Russland. Ach,
Gelassenheit. Es gilt auch für Burger King. Die haben bestimmt bald wieder Riesenumsätze. Ja, da muss nur Heidi Klum verkünden, dass man mit so einer Lebensmittelvergiftung locker schnell 15 Kilo abnehmen kann. Nein, der Papa ist nicht verdorben, der ist slim fast. Nein, es ist alles wunderbar. Ja, schauen Sie, es gibt ein paar kleine Hackler, so Rente mit 63 oder mit 93. Aber seien wir ehrlich, bei den Zuständen in unseren Altersheimen, da arbeitet doch eh jeder freiwillig, bis es ihn vom Stangerl haut. Gut, und wenn man darauf keine Lust hat, dann macht man eben mit 60 direkt Skildernummer, 6. Stock, Hossa. Nein, ich glaube, nein, wir gehen einer großartigen Zeit entgegen. Schauen Sie, nach ein paar Jahren Krieg in der Ukraine gibt es in Osteuropa wieder beste Voraussetzungen für ein Wirtschaftswunder. In Deutschland regnet das Geld, Griechenland spannt wieder den Rettungsschirm auf. Erdogan wird vom türkischen Volk aus seinem Land vertrieben und liest zusammen mit Silvio Berlusconi, dem ältesten Zivi der Welt, in einem römischen Altersheim pensionierten Stripperinnen aus seiner Biografie vor. Inshallah, zwischen Schlagstock und Koran. Sepp Blatter kühlt mit einem einzigen Blick von Sarah Wagenknecht ein Fußballstadion in Katar auf minus 16 Grad herunter. Tebatz von Elst muss aus seiner Protzwohnung ausziehen und wohnt wieder bei seinen Kindern. Und Annette Schawan. Und Annette Schawan, die ist im Vatikan und ändert dort 1000 Jahre alte Dogmen, um nur eines möglich zu machen, die Heiligsprechung der noch lebenden europäischen Alleinherrscherin Angela Merkel. Und die heilige Angela pilgert dann in Demut zur deutschen Bankzentrale nach Frankfurt und kniet nieder am Grab des unbekannten Aktionärs. Also, ich freue mich. Ach, ja. Habt ihr auch eure Bildchen dabei? Ja, lass uns tauschen. Wen habt ihr denn schon? Warte, ich hab ein Album dabei. Oh, cool. Okay. Schau ich mal. Ja. Ich hab Don Julio Grondona. FIFA Finanzchef. Oh. Welchen Korruptionswert hat denn der? 7 von 10 Punkten auf der Blatter-Skala. Der ist ganz gut in Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Korruption heißt es. Oh, 70 Millionen schwarzen Kassen. Oh, nicht schlecht. Was hat denn der bei Aussagewert? 9 von 10. Oh, echt? Was hat er denn gesagt? Zeig mal her. Oh, hör mal. Ich glaube nicht, dass ein Jude Schiedsrichter auf dem Niveau sein kann, weil es harte Arbeit ist. Und wir wissen ja, Juden mögen keine harte Arbeit. Ist das schlimm? Na, er hat den FIFA-Verdienstorden gekriegt. So schlimm kann es nicht sein. Ja, okay. Aber ich habe auch einen Rechtsaußen. Ja? Ja. Arjen Robben. Der hat doch in der letzten Saison nicht mal eine gelbe Karte bekommen. Genau. Ich habe den Jack Warner. Wow. Wo hat denn der gespielt? Na, der war beim FIFA-Exekutivkomitee. Und der hat voll die hohen Korruptionswerte. Der hat, schau mal, der hat ein Trainingszentrum gebaut für 25 Millionen. Ui. Das ist doch gar nicht verboten. Mhm. Doch, wenn man es auf seinem Privatgrundstück macht. Außerdem hat er mal versucht, Stimmen zu kaufen bei der Präsidentschaftswahl der FIFA. Das macht doch jeder. Genau. Ja, aber nicht Stimmen gegen Sepp Blatter. Außerdem hat er sich dabei erwischen lassen. Schaut mal, wie ich habe. Ah, Jerome Falke. Spielt er noch? Ach du doof, klar. Das ist der zweitwichtigste Bestimmer neben dem Blatter. Du, der hat mal ganz viel Quatsch gebaut. Da hat die FIFA 90 Millionen Strafe zahlen müssen, weil der betrogen hat. Und zwar einen FIFA-Sponsor, Mastercard. Und zwar mit Visa. Mit Lisa? Nee, mit Visa. Also. Aber mein Papa hat gesagt, er ist gefeuert worden. Ja, das ist er auch. Aber dann haben sie nach einem halben Jahr wieder eingestellt. Als Hausmeister? Nee, als Generalsekretär. Ein Mann als Sekretär? Hey, ich hab einen doppelt. Will den jemand? Das ist der José María Marín. Der hat super Diktaturwerte. Oh, die hat der Robben aber auch. Was? Der hat 4 Jahre unter Mourinho gespielt. Oh, okay. Sauber. Tja, aber das ist nichts gegen den Marin. Guck mal, oh, der Marin, der hat wahnsinnig ganz viel
Oh, guck mal, da steht, das Blut einer Diktatur klebt an seinen Händen. Oh. Und er soll mal verantwortlich gewesen sein, dass ein Journalist gefoltert und ermordet worden ist. Was macht der jetzt? Oh, der bereitet für die FIFA die WM in Brasilien vor. Der wird bei der Eröffnung dabei sein. Da sitzt er dann neben der Präsidentin, der Rousseff. Sind die verliebt? Ich weiß nicht. Aber ich glaube nicht, weil die Rousseff hatte mal einen Mann und der ist in der Diktatur gefoltert worden. Und der Marine hat den Folterer gelobt. Boah, und jetzt muss die bei der Beöffnung neben dem sitzen. Ja, aber die FIFA sagt ja immer, Fußball bringt die Menschen zusammen. Mhm. Ratet mal, wen ich hier hab. Wen denn? Carlos Alberto Lacoste. Oh. Wieso, was ist denn an dem so toll? Pass auf, der Lacoste hat damals für die FIFA während der Militärdiktatur in Argentinien die WM organisiert. Und die Argentinier wollten unbedingt gewinnen, ja? Und dann sind sie zu den Peruanern gegangen und haben gesagt, wenn ihr verliert, dann geben wir euch ganz viel Geld und foltern eure politischen Gegner. Und dann? Dann hat Peru verloren und Argentinien ist Weltmeister geworden. Gegen Holland. Das ist voll fies. Haben die denn den wenigstens in so ein dreckiges Loch geschmissen? Ja, ja, klar, das kann man sagen. Der wurde FIFA-Vizepräsident. Und das, obwohl er selber Diktator war. In der Diktatur, wo 30.000 Menschen gestorben sind. Boah, böse. Ja, böse. Wenn das der Blatter wüsste. Ja. Hallo, Kinder. Onkel Blatter weiß alles. Zu dieser Geschichte in Argentinien hat er kürzlich erst gesagt, ich bin glücklich gewesen, dass Argentinien gewann. Zwischen der Bevölkerung und dem politischen System hat es eine Art Aussöhnung gegeben. Böse. Kinder, ich habe hier etwas für euch. Oh, Josef Blatter. Der sieht aber gar nicht gut aus. Ja, meine Mama hat gesagt, der hat einen Katar. Kann ich den haben? Nee, den kriegt keiner. Den kriegt man nur, wenn man alle anderen gekauft hat. Sag mal. Onkel. Sag mal, Onkel, hast du auch Bilder von den Bauarbeitern dabei, die bei den Bauarbeiten in Katar gestorben sind? Ja. Aber die haben doch keine Gesichter. So. Sag mal, Onkel, in welcher Klasse bist du eigentlich? Ja. Ich bin FIFA-Funktionär. Und du? Hä? Hast du gar keine Angst vor mir? Nö. Ich hab den Snowden. Ist irgendwie komisch, den will immer keiner. Dabei ist der Mann ein Held. Du, als der angefangen hat zu überlegen und so, dass er die NSA verrät, nicht, da war der Ende 20, da hat er bei der NSA, glaube ich, ein sechsstelliges Jahresgehalt bekommen, hat in Hawaii gelebt mit seiner Freundin und die war, Zitat, eine gut aussehende Tänzerin. Eine gut aussehende Tänzerin auf Hawaii. Für das Leben, da hätte ich meine Großmutter der NSA nicht nur verkauft, sondern fix und fertig verschnürt vors Hauptquartier gestellt. Und was hat Snowden gemacht? Er hat seine Freiheit aufgegeben, um uns vor der Bedrohung unserer Freiheit zu warnen. Und was haben wir mit diesem Geschenk gemacht? Pofalla drauf angesetzt. Der war der Erste, der die NSA-Affäre einfach mal vom Tisch gewischt hat. Okay, als das Handy der Kanzlerin abgehört worden ist, hat er sofort reagiert, hat sofort den Facebook-Beziehungsstatus mit Amerika auf Es ist kompliziert gesetzt. Da hat die Kanzlerin interveniert, gesagt, das geht gar nicht. Und dann hat sie erstmal den amerikanischen Botschafter einbestellt. Das war ja damals das härteste diplomatische Mittel, was uns zur Verfügung gestanden ist. Eine Stunde allein mit Guido Westerwelle. Und als das nicht gefruchtet ist, sind die Politiker reihenweise nach Washington, stinksauer, neulich auch der de Maizière wieder. De Maizière ist stinksauer nach Washington, kam wieder mit der Erkenntnis, Snowden ist ein Straftäter.
Und wir sollten jetzt mit den USA einen Cyberdialog machen. Ein Cyberdialog, was ist das? Die NSA ruft jetzt auch zurück? Ich meine, gut. Die. Immerhin. Immerhin haben wir jetzt einen NSA-Untersuchungsausschuss und die Bundesregierung tut auch alles, was in ihrer Macht steht, um dessen Arbeit zu behindern. Und deswegen haben sie sich jetzt entschlossen, den Snowden zu befragen, nur vergessen zu klären, wo und wie und was und warum, aus Angst, dass Obama sauer wird. Das ist ja schon, was, millionenfache Grundrechtsbrüche, was sind die schon gegen die hochgezogene Augenbraue eines amerikanischen Präsidenten? Das ist ja auch bei uns im Grundgesetz verankert, steht ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Einzelheiten regelt ein amerikanisches Gesetz. Wenn, vielen Dank, wenn die Bundesregierung jetzt nicht Snowden hierher holt, um wirklich ihn anständig zu befragen, aus Angst davor, dass die NSA nicht mehr mit uns zusammenarbeitet, dann sagt dieses Land ganz eindeutig, die Arbeit von Spionen ist uns wichtiger als das Grundgesetz. Aber ich kann das verstehen, Spione sind sexy. Das Grundgesetz ist 65. Und vielleicht hat die Bundesregierung ja auch gar nicht so viel Angst vor den Amerikanern. Vielleicht hat sie mehr Angst vor Edward Snowden und dessen Äußerungen bezüglich dem verfassungswidrigen Verhalten vom BND. Vielleicht wirft das mehr Fragen auf, als die Bundesregierung bereit ist zu antworten. Es ist ganz lustig, der Snowden, dass mit dem keiner so wirklich umgehen kann. Die Uni Rostock zum Beispiel, die wollte ihm die Ehrendoktorwürde verleihen. Und dann ist der Rektor in letzter Minute dazwischen und hat gesagt, das geht nicht, so eine Ehre, die kriegt man nur für wissenschaftliche Leistungen. Und es sei eben keine wissenschaftliche Leistung, Datenbestände an die Medien weiterzugeben. Wissen Sie, wer in Rostock seinen Ehrendoktor bekommen hat? Joachim Gauck. 1999. Wissen Sie wofür? Für die Aufarbeitung von Datenbeständen. Ja, die Stasi-Unterlagen. Aber Snowden und Gauck, das kann man nicht vergleichen. Und das möchte die Uni Rostock ihren Studenten auch mitgeben. Werdet Whistleblower. Aber erst, wenn das Regime, das ihr dadurch bloßstellt, schon untergegangen ist. Echt niemand mehr vertrauen. Ne? Ich habe auch keinen Bock mehr. Immer diese schlechten Nachrichten von schlecht gelaunten Leuten in schlecht sitzenden Anzügen. Ich würde mir mal wünschen, der Klaus Kleber würde mal sagen, guten Abend zum Heute-Journal. Heute war nichts, nicht mal Wetter, gute Nacht. Weiß auch überhaupt nicht mehr, was gut und böse ist. Das war früher so einfach. He? Früher wusste man, der Ami gut, der Russe böse. Ja? Nutella gut, Nuspli böse. Aber so einfach ist das nicht mehr. Barack Obama ist Friedensnobelpreisträger und eine Vertrauensperson. Eine Vertrauensperson, die halbe Welt bespitzelt und den Friedensnobelpreis bekommen hat und nebenbei immer noch Guantanamo Bay betreibt. 2009, zu seiner Amtsübernahme, hat er gesagt, er wird das Ding innerhalb eines Jahres schließen. Das Ding ist immer noch auf. Das Einzige, was er geschlossen hat, ist das Büro, das mit der Auflösung von Guantanamo Bay beauftragt war. Und in dieser unreflektierten Welle der Begeisterung hat man ihm dann 2009 auch noch den Friedensnobelpreis überreicht, nachdem er 3 Tage zuvor 30.000 Männer und Frauen nach Afghanistan in den Krieg geschickt hat. Dafür hat er nie einen Friedensnobelpreis, dafür hat er einen Oscar kriegen müssen. Barack Obama den Friedensnobelpreis zu verleihen, ist genauso, als wenn sie den Attentätern vom 11. September 2001 nachträglichen Preis für Städteplanung verleihen würden. Also abwegig ist es überhaupt nicht. Mohammed Atta, einer der Attentäter, hat in der Hamburg Städtebau studiert. Der hat damals schon mal gesagt, ich mach später mal was mit Häusern. Wem kann ich denn noch vertrauen? Guck mal, ich habe auch immer gedacht, der ADAC, das ist ein seriöser Laden. Inzwischen weiß ich, da sind sogar die Hells Angels transparenter aufgestellt. Die
haben Abstimmungsergebnisse und Wahlbeteiligung so radikal gefälscht, hätte sogar Kim Jong-un rote Ohren bekommen. Aber dafür weiß ich jetzt, warum die Gelbe Engel heißen. Ja, die haben sich beim Kaputtlachen über die Gutgläubigkeit ihrer Mitglieder immer in die Hose gemacht. Wem kann ich denn noch vertrauen? Wem kann ich vertrauen? Gut, die katholische Kirche, ne, die macht seit Jahrhunderten alles richtig. Ja. Dort doch. Ja. Also das Management da oben ist okay. Problem ist Bodenpersonal. Und Kardinal Geisner, Meissner, der sich aus seiner Karriere mit den Worten verabschiedet, eine Familie von euch ersetzt mir drei muslimische. Ja, das ist dieser integrative Gedanke. Da weiß man nicht, ob der den Weihrauch in der Pfeife geraucht hat. Ne? Da stellt sich die große Frage, ist das bei dem noch Demenz oder schon Tollwut? Wem kann ich noch vertrauen? Guck mal, ich habe früher auch immer der Werbung vertraut. Es hieß doch immer, Katzen würden Whiskas kaufen. Wochenlang habe ich im Supermarkt gestanden, da kam nie eine Katze. Und inzwischen weiß ich auch warum. Eine Katze mit einem durchschnittlichen Mindestlohnjob kann sich Whiskas überhaupt nicht leisten. In diesem Sinne, guten Abend zum Heute-Journal. Heute war nichts, nicht mal Wetter. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Wirklich. Ich werde nie wieder einen dummen Holländerwitz machen. Das ist schön, aber warum? Weil Sie so mutig sind. Hier, ich habe diesen FIFA-Vertrag, den jedes Land unterschreiben muss, wenn es eine WM ausrichten will. Stimmt, und die Niederlande waren das einzige Land, das den Mut besessen hat, diesen Vertrag zu veröffentlichen. Jawohl. Wobei, bei eurer WM-Bilanz, was hattet ihr schon zu verlieren? Unser Gewissen. Kennt ihr nicht, kann man nicht kaufen. Ach. Stehen Sie eigentlich noch zu Ihrer Wette? Oder? Ja, nein, doch, aber schauen Sie, dieser Knebel, dieser Vertrag hier, ja, von der FIFA, das ist ja der reinste Knebelvertrag. Ja. Verstehen Sie, die können sich über die Arbeitsrechtsbestimmungen des jeweiligen Landes einfach so hinwegsetzen. Ja. Das ist eine glatte Lizenz zum Ausbeuten. Ja. Verstehen Sie, ja? Ja. Und hier, schauen Sie mal, Paragraph 3, die zahlen keine Steuern. Ja. Also die FIFA zahlt keine Steuern. Ja. Und zwar vom Moment der Zeitpunkt der Vergabe bis zum Ende der WM. Ja. Keine Steuern. Auch die Bauunternehmer, die Franchise-Nehmer, die Vertragspartner der FIFA, die zahlen da alle keine Steuern. Ja. Verstehen Sie, auch die Sponsoren nicht. Verstehen Sie, milliardenschwere Unternehmen, die fallen in ein Land ein, graben das Geld ab und die ganzen Kosten wälzen sie auf den Steuerzahler ab. Ja. Wenn Sie noch einmal Ja sagen, wissen Sie, was ich da mit Ihnen mache? Nein. Aber erklären Sie mal, wie kann es sein, dass ganze Länder alle die Beine breit machen, wenn die FIFA kommt? Das ist doch ein Non-Profit-Unternehmen, die haben 1,4 Milliarden Rücklage. Und die Funktionäre schwimmen im Geld. Wie zur Hölle machen die das? Das ist ganz einfach erklärt. Schauen Sie, die FIFA hat ein Produkt, das alle wollen, aber nur sie vertreiben. Damit Geld zu machen, das ist wie auf ein leeres Tor zu schießen. Oh, yes! Moment mal, aber die müssen ja die Fernsehrechte verkaufen, nicht wahr? Und da gibt's ja immerhin noch so etwas wie einen funktionierenden Wettbewerb, ne? Den kann die FIFA nicht so leicht ausschalten. Doch, die haben die Fernsehrechte jahrelang an immer denselben Zwischenhändler verkauft. Ja, an den meistbietenden halt. Nee, an den, der am wenigsten geboten hat. Hä? Was ist denn das für eine Taktik? Ja, weil der am wenigsten geboten hat, den Funktionären am meisten geboten hat. Über die Jahre so 140 Millionen. Wie, und das funktioniert? Ja, und wie geschmiert. Wie geschmiert? Also ich meine, das ist doch glatt ein Fall für die Justiz. Ja, wir sind doch hier schließlich nicht in einer Bananenrepublik. Schlimmer, da kommen Sie nicht mehr durch. Schlimmer, wir sind in der Schweiz. Wie? Was soll das denn heißen? Na, die FIFA sitzt in der Schweiz. Und in der Schweiz war bis vor kurzem Korruption bei Privatpersonen nicht strafbar. Aber ich höre mal, Privatpersonen, das ist ein milliardenschweres Unternehmen. Das ist ein Verein. Wie die Taubenzüchter. Ah. Nur züchten die Mäuse. Jawohl, und das steuerfrei. Also entschuldige mal, das ist doch, jetzt reicht's mir langsam. Jetzt hole ich die Polizei. Ja, hier, gucken Sie mal, aha. Interpol. Ja. Ah, Spezialisten in der Korruptionsbekämpfung. Die werden ihr, was machen Sie denn da? Das ist die Polizei. Ja, und ich bin die FIFA und ich habe gerade 20 Millionen gespendet. Die FIFA spendet 20 Millionen an Interpol? Warum das denn? Das ist Korruption. Das ist eindeutig Korruption. Das ist Korruptionsbekämpfung. Wie?
Moment mal, bei der FIFA gibt der Polizei Geld, damit die bei denen die Korruption bekämpfen? Nein, doch nicht bei der FIFA. Die sollen die Korruption bekämpfen irgendwie in Fernost, wissen Sie? Keine Ahnung, irgendwie präventiv. Yes! Meine Herren, ich spüre da ein gewisses Misstrauen gegenüber der FIFA. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir holen uns einen neutralen Schiedsrichter. Ja, gut, gut, das ist gut. Jawohl. Einzige Bedingung, er darf nicht in unsere Vergangenheit wühlen. Ach, sonst kommt noch was raus, ja? Ich darf Ihnen vorstellen, der Ermittler unserer Ethikkommission, Staatsanwalt Michael Garcia. Moment mal, die Pfeife kenne ich doch. Der hat doch die Aufsicht gehabt als beim Zusammenbruch der Lehman Brothers Bank. Das war das größte Versagen, der Aufsichtsversagen in der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte. Genau unser Anforderungsprofil. Teuer und inkompetent. Sag mal, halten Sie sich an überhaupt keine Regeln? Wir sind die Regeln. Ach, spielen Sie auch mit sich selbst. Ja. Wir bei der FIFA, wir spielen am liebsten mit uns selbst. Wir werden unsere eigenen Gesetze durchsetzen und nicht warten, bis uns fremde Gerichte den Weg zeigen. Man muss den Ball auch mal flach halten. Jetzt wird überall herumgerollt. Wir hätten den Brasilianern riesige Kosten für neue Stadien aufgezwungen. Da kann ich nur sagen, selber schuld. Man kann das auch anders lösen. Die nächste WM ist in Russland. Und schauen Sie sich Wladimir Putin an. Der beginnt jetzt schon, Nachbarländer zu annektieren, damit er 2018 genügend Stadien zusammen hat. Und Probleme mit Demonstrationen wird es da auch keine geben. Ich mache mir da keine Gedanken. Wenn, dann protestieren in Russland ja sowieso nur diese Aktivistinnen. Und demonstrierende Mädels, das ist wie Frauenfußball. Junge, hübsche Wesen mühen sich in einer Disziplin ab, für die ihr Körper nicht geschaffen ist. Pussy Riot. So heißt bei uns das Abendprogramm nach dem Funktionärstreffen. Pussy Riot, was ist das überhaupt für ein unmöglicher Name? Übersetzt Muschi Aufruhr. Ich habe das mal gegoogelt. Muschi in Aufruhr. Da kam der YouTube-Klick von Frank-Walter Steinmeier. Von sowas wird sich Putin doch seine schöne WM nicht verderben lassen. Wenn er nach all den Vorbereitungen endlich stolz auf der Ehrentribüne stehen kann, beim Eröffnungsspiel in Warschau. Zu seiner Linken seine neue Lebensgefährtin, Gerhard. Die Carla Bruni der gelenkten Demokratie. Und rechts von ihm mein Chef, seine Delinquenz Josef der Erste. Stellen Sie sich dieses Triumvirat vor. Schröder, Putin, Blatter. Das Es, das Ich und das Über-Ich. Sie sollten vielleicht noch Uli Hoeneß mit dazu einladen. Der ist ja dann wieder draußen. Und das wird die Kritiker ein bisschen versöhnlicher stimmen. Wenn Sie sagen können, na ja, wenigstens einer von Ihnen war im Gefängnis. Und Uli Hoeneß. Uli Hoeneß kann das auch mit dieser PR. Ich habe das von Anfang an gesagt. Diese Selbstanzeige von Uli Hoeneß, das ist eine Marketingstrategie. Der möchte das Image seines Vereins aufpolieren. Die Bayern gelten ja überall als Bonzenclub. Sie haben das meiste Geld, die besten Spieler, die größten Erfolge, aber eben auch den Sexappeal von Uschi Glas. Kommen Sie sexy. Das sind so Vereine wie St. Pauli oder 1860 München. Die dieses Straßenköterhafte haben. Bei denen man merkt, Fußball, das ist ein Unterleibssport. Und deshalb dachte Hoeneß, er verschafft seinem Club auch mal ein bisschen Street Credibility. Haftbefehl, das hat den Geruch der Straße. Bald heißt es überall, die Bayern, das sind Ghetto-Kicker. Oh.
Der Ex-Präsident ist ein Knacki und der Sportdirektor ein ostdeutscher Skinhead. Der ist schon ein echter Gangster, der Hoeneß, oder? Innerhalb von nur 4 Prozesstagen hat sich seine Steuerschuld von 3,5 auf 28,5 Millionen Euro erhöht. Das ist eine Kostenexplosion. Also, wenn der aus dem Knast kommt und die Bayern wollen ihn doch nicht mehr haben, der kann immer noch Pfarrgemeinderat in Limburg werden. Meine Damen und Herren, liebe Fußballfans, wir kommen nun zu einem Klassiker im Klassenkampf. Dritte Welt gegen Erste Liga. Die Näherinnen aus El Salvador treffen heute auf ihren Angstgegner, einen Adidas-Aktionär. Wir hoffen auf eine spannende Begegnung. Schon wieder so spät geworden. Ich nähe 11 Stunden jeden Tag in der Fabrik, aber finanziell mache ich trotzdem keinen Stich. Sie können sich nicht vorstellen, wie schlimm mein Tag war. Ich sag nur Aktionärsversammlung. Boah, die ganze Zeit diese Schnittchen fressen. Ich habe richtig zugelegt, ich glaube. Das war die letzte Schüssel Reis. Tja, dann machen wir morgen eben wieder. Eine Reisdiät. Das müssen wir mal machen. So richtig 2-3 Kilo. Reis. Wir könnten 1-2 Wochen davon leben, aber mit den 160 Euro, die ich im Monat fürs Nähen bekomme. Ach, da kannst du keine großen Sprünge machen, weißt du? Adidas hat ja in letzter Zeit, was war das erste Quartal, haben wir 200 Millionen Überschuss nur noch gemacht. Wissen Sie, was am schlimmsten dabei ist? Golf. 80 Millionen allein, weil diese scheiß Golfsparte nicht funktioniert in Amerika. Immerhin haben wir einen Gewinn gesteigert auf 800 Millionen. Wir haben die Dividende erhöht. Die Aktionäre müssten eigentlich alle zufrieden sein. Aber dass die Näherinnen ausgepresst werden wie die Zitronen. Aber nein, nein, nein. Immer noch mehr. Was sollen wir denn noch machen? Näherinnen schlagen. Ja, es gibt Vorarbeiterinnen, die schlagen Näherinnen, weil sie die Stückzahl nicht schaffen. Ja, Sie haben richtig gehört, geschlagen worden sind wir. Von Nike. 2,5 Milliarden. Und wir? Können uns von unseren Löhnen nicht einmal anständig ernähren. Es gibt nur noch eine letzte Hoffnung. Eine Gewerkschaft. Aber wir dürfen keine Gewerkschaft gründen. Ja. Aber weil wir sonst immer noch weiter rückrutschen hinter Nike. Verstehen Sie, das ist das Brasilien. Das ist unsere letzte Chance. Bei der WM müssen wir 2 Milliarden holen sonst. Fliegen wir hochkant raus. Wenn du nur das Wort Gewerkschaft sagst, dann stehst du schon auf der schwarzen Liste. Deshalb machen wir weiter Zwangsüberstunden, auch an Feiertagen. Es gibt Mütter, die sehen ihre Kinder oft wochenlang nicht. Das ist echt geil. Weißt du, weil diese Nationaltrikots von der deutschen Nationalmannschaft, die verkaufen sich wie Harnwegsinfektionen. Ja, sie haben die Vorgaben erhöht. 300 Trikots am Tag, das schaffst du nur ohne Toilettenpause. Und das schaffst du nur, wenn du den ganzen Tag nichts trinkst. Daher die Infektionen. Ja, wir brauchen jetzt wirklich Anschub. Wir machen bei der WM eine der größten, wirklich größten Werbekampagnen der Unternehmensgeschichte. Eine Kollegin von mir macht jetzt eine Vortragsreise in Deutschland. Vielleicht bekommen die Menschen etwas davon mit. Oh ja, wir haben richtig Geld in die Hand genommen. Letztes Jahr allein 1,5 Milliarden für Marketing. Ich bräuchte eigentlich von meinem kleinen Monatslohn das Dreifache, um meine Familie anständig ernähren zu können. Aber damit wollen wir nächstes Jahr einen Überschuss machen von etwa 1 Milliarde. Ah, das wäre gut. Das läuft ganz gut mit dem WM-Ball da. Den mögen die Leute. Wie heißt das da? Die Estela Ramirez heißt meine Freundin. Sie kämpft seit Jahren für verbesserte Arbeitsbedingungen für uns Frauen in den Fabriken. Aber wissen Sie, was Adidas dazu sagt? Brazuca, genau. Brazuca, so heißt dieser Adidas WM-Ball. Adidas schreibt sogar auf seiner Homepage. Tja. Wenn die Löhne steigen, dann müssen wir mit unseren Aufträgen eben dahin gehen, wo die Löhne niedriger sind. Brazuca, wissen Sie, was das heißt? Herzlichkeit. Tja, meine Damen und Herren. Ich finde eine hochklassige Begegnung, emotional ausgeführt. Mal schauen, was unser FIFA-Funktionär dazu zu sagen hat. Herr Treter? Treter! Also, Entschuldigung. Das war gar nichts, Herr Uthoff. Ein paar überbezahlte Satiriker, die auf dem Rücken fiktiver Arbeiterinnen Betroffenheitspunkte sammeln. Und dann war Ihre Betroffenheit nur gespielt? Ja, sicher, aber das Schicksal dahinter ist doch trotzdem echt. Das könnte durchaus möglich sein. Ich höre, wir haben gerade eine Schaltung zu Estela Ramirez, der Näherin. Ja, die Schaltung steht. Bitte schön. Liebe Zuschauer der Angstsaal,
Ich bin Estela Ramirez aus El Salvador. Ich und meine Kolleginnen nähen im Akkord ihre Adidas-Trikots zusammen. Die Arbeit macht. Da bin ich wieder. War gerade eine Störung in der Leitung. Wo waren wir? Bei Estela Ramirez, einer Näherin, die vor kurzem auch in Deutschland bei der Adidas Aktionärsversammlung gesprochen hat. Wie ist das da gelaufen? Oh, super. 3 von 4 Großaktionären haben den Raum verlassen. Mir reicht's jetzt. Ich räume jetzt auf mit Adidas. Was kostet so ein geschissenes Trikot? 79,95 €. Ja. Und was verdienen die Näherinnen? Die Lohnkosten machen 80 Cent aus, also 1%. 99% gehen an die, die die Trikots verkaufen, die drüber reden oder sich damit fotografieren lassen. Jetzt weiß ich auch, was dieser Schmarrn von einem Slogan heißt. Adidas is all in. Ja, Adidas streicht alles ein. Nicht ganz. Laut Presseberichten zahlt Adidas dem teuersten Nationalspieler 300.000 € dafür, dass er das Trikot trägt im Monat. Adidas ist ein Fußballspieler, also 2000-mal mehr wert als eine Näherin. Naja, so ein Nationalspieler, der soll ja auch Millionen von Menschen unterhalten, ne? So eine Näherin, die kann ja nicht mal ihre eigene Familie unterhalten. Also, mir langt's jetzt. Mir langt's jetzt. Ich will diese WM nicht mehr sehen. Ich habe auch keinen Bock mehr. Unsere Trikots von Nike sind in Bangladesch zusammengetackert. Und gewonnen hätten Sie eh nicht. Was machen Sie denn da, Frau Gruber? Ich zieh mir aus, Wagner, dass Sie mir die blöde Wette gewonnen. Ich bin Ihnen sehr gerne behilflich. Ja, viel Spaß damit in Amsterdam. Also, was ist das denn da eigentlich? Ich bin jetzt eine FIFA. Was? Was? Welche FIFA? Ja, eine Frau in fairen Anziehsachen. Gott. Ja, ich will, dass es... Sehr gut. Ja. Dass es fair zugeht, auch außerhalb des Rasens. Und nicht nur bei Adidas, sondern auch bei Puma, bei Nike, bei Fila. Wir müssen den Hersteller Druck machen. Gut. Wir schießen die FIFA ab. Ja, und zwar mit einem kritischen Torwandschießen. Jawohl, komm schon. Ja, ja, komm schon. Schießt ruhig. Solange ihr Fußball guckt, haben wir die Macht. Nein, damit ist Schluss. Ich guck nicht zu. Also, Herr von Wagner, ich muss es zugeben, Sie haben Ihre blöde Wette gewonnen. Yes. Yes. Aber, sehr schön. Sag ich mal, so ein Fußballabend ohne Fußball ist ja auch irgendwas. Machen wir denn jetzt? Schauen Sie mal, wir sind 4 Spieler. Wir haben Bälle und sogar unser eigenes Tor. Stimmt. Kommen Sie, wir machen unsere eigene Meisterschaft. Kommen Sie, wir holen uns den Fußball zurück. Yes. Und das schmeißen wir aus dem Fenster. Ja. Genau.